Uiuiui, das sieht heftig aus, was die Wettermodelle da berechnen, vor allem für einen Donnerstag und dann noch vor allem für einen Freitag. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei der aktuellen Wettervorhersage für morgen hier bei Westwetter. In diesem Video schauen wir mal auf das Wetter in den kommenden Tagen und dann schauen wir mal genauer auf die Tage. Fangen wir jetzt aber erstmal an mit der Wetterlage für den heutigen Mittwoch. Und da sehen wir schon dieses Tief, das sich langsam Deutschland nähert. Das sehen wir nordwestlich von Deutschland. Dann haben wir noch viel Hochdruck südlich von uns. Und durch diese ja, Luftdruckgegensätze entstehen diese schweren Stürme. Jetzt schauen wir dann jetzt gleich mal auf das Wetter. Also für NRW. Schauen wir uns die Karte an. Und da sehen wir, es wird einfach nur wechselhaft. Immer wieder kann es regnen. In höheren Lagen, ganz oben, eventuell auch ein bisschen Schnee, aber trotzdem eher ist es der Regen und die Temperaturen machen einen deutlichen Satz nach oben. So erreichen wir meist Temperaturen von 9 bis 10, gerade in höheren Lagen, sonst bei 11 bis 12, eventuell auch 13 Grad, die möglich sein werden. Schauen wir uns die Nacht auf den Donnerstag an. Und da wird es auch verbreitet schon recht stürmig werden. Erste Orkanböen vor allem in Schauern und Gewittern möglich. Und da haben wir vor allem im Westen ziemlich extreme Böen. Vor allem haben wir dann so Böen von 110 km/h, die möglich sein werden, örtlich auch noch 120, 100 oder 130. Vor allem geschieht das dann in den Schauern und Gewittern. Da müssen wir dann morgen Mittag mal ein bisschen noch genauer drauf schauen. Oder heute Mittag ein bisschen genauer schon. Ich zeichne das Video immer am Abend davor auf. Schauen wir jetzt mal auf den Tag selber und da sehen wir, dass die Temperaturen auch einen Satz nach oben machen. So erreichen wir meist 10 Grad in den höheren Lagen. Dabei wird es auch ein bisschen regnen. Sonst bei 10 bis 13 entlang des Rheins, auch örtlich die 14 Grad, die möglich sein werden. Dazu haben wir wechselhaftes Schauwetter. Im Nordosten von NRW kann es auch mal das ein oder andere Gewitter geben. Das ist aber dann die Seltenheit. Schauen wir uns die Windböen an für den Donnerstagmittag. Da sehen wir, dass das Hauptwindfeld langsam Richtung Osten abzieht. Da haben wir noch im Nordosten orkanartige Böen und Orkanböen von teilweise bis 130 km/h, die vor allem in Schauern dort dann möglich sind. Und im Laufe des Tages zieht das Windfeld dann langsam Richtung ja, Osten ab, also Richtung Polen und Tschechien. Schauen wir uns das Wetter für den Freitag an. Fangen wir mal an, um uns das jetzt genauer anzuschauen mit der Wetterlage in der Nacht von Freitag auf Samstag. Und da haben wir nämlich dieses Randtief, diesen Schnellläufer nördlich von NRW. Und weiterhin haben wir sehr viel Hochdruck südlich von Deutschland. Und da sieht man schon Richtung Island das nächste Tief sich nähern. Also, es bleibt sehr turbulent, aber am Wochenende. Nach diesem Orkantief wird es auch erstmal ruhiger und auf jeden Fall kühler. Dann schauen wir uns jetzt das Wetter für den Freitag an. Und da werden wir verbreitet Schauer haben. Am Nachmittag und Abend werden die dann häufiger. Und da kommt halt das Orkantief mit diesen Orkanböen. Und die Temperaturen liegen bei 11 bis 13 in höheren Lagen. Sonst bei 13 bis 15 örtlich sind auch die 16 Grad sogar möglich. Das ist dann aber an dem Tag die Seltenheit und am Nachmittag und Abend beginnt es dann mit dem Sturm. Dazu habe ich drei Wetterkarten mitgebracht. Einmal fangen wir an mit dem EZMWF-Modell und schauen nochmal auf die Wetterlage vom Freitag. Da sehen wir, wie gesagt, schon das Randtief und dann weiterhin Hochdruck auf dem Atlantik. Und durch diese Hochdruck und durch diese Luftdruck, wie die Gegensätze, entstehen dann diese gefährlichen Stürme. Hatte ich aber gerade schon mal gesagt, da habe ich hier leider gerade mal ein falsches Bild eingeblendet. Schauen wir jetzt mal auf die ganzen Wetterkarten. Dann schauen wir auf das CMWF-Modell und da sehen wir, dass es auch ein bisschen stärker jetzt berechnet wird und es ist nach Süden gerutscht. So haben wir vor allem in ganz NRW orkanartige Böen, teilweise auch Orkanböen und schwere Sturmböen von teilweise 90 bis 130, 140 km/h. Die möglich sein werden. Vor allem auf dem Brockensplitter gibt es noch deutlich höhere Windgeschwindigkeiten, aber auch auf der Nordsee und auf dem Ärmellandkanal um die 160 km/h, die auf dem Ärmellandkanal dann möglich sind. Schauen wir uns das GFS-Modell an. Das sieht auch
am Niederrhein schwere Stürme und Orkanböen bis 130 km/h, die dann da möglich sind. Und das Ganze wird sich dann auch hier Richtung Osten im Verlauf der Nacht verlagern. Und jetzt schauen wir uns das heftigste Modell an, das bis jetzt immer am heftigsten und am südlichsten berechnet wurde. Das Icon-Modell, das sieht weiterhin schwere Sturmböen in NRW. Macht schon mal alles fest, vor allem auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da kommt der erste Orkan oder der erste Sturm mit orkanartigen Böen und Orkanböen, vor allem in Schauern und Gewittern. Ja, ich melde mich dann heute Nachmittag wieder mit dem Update. Und vergiss nicht, bei mir bleibt ihr vor allem im Westen, also bei Westwetter. Ihr Wetterdienst für den Westen. Macht's gut!